Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Hier ist Apple Enthusiast und in diesem Video geht es weiter im Terminal. Ich habe dir in meinen vorangegangenen Videos ja einiges gezeigt, unter anderem, wie du einen Ordner erstellen kannst, wie du eine Datei erstellen kannst. Ich habe eine Textdatei erstellt und eine HTML-Datei. Des Weiteren habe ich dir den Open-Befehl gezeigt, mit dem du Dateien öffnen kannst. Und ja, ich habe dir so einen Hauch von ja, Texteditor gezeigt, den du im Terminal verwenden kannst. Das war der Nano Texteditor. Es gibt darüber hinaus noch den Vim Texteditor, von dem ich auch sehr viel halte. Und ja, zu beiden Texteditoren werde ich jede Menge Tutorials machen. Aber in diesem Video geht es ja ganz einfach um das Löschen einer Datei. Denn, ja, stell dir mal vor, du hast dir eine Datei erstellt, die komplett nutzlos ist, die du nicht gebrauchen kannst. Ja, wie wirst du die denn wieder los? Gut, naja, du kannst ja auch die grafische Benutzeroberfläche wechseln und die Datei anklicken und löschen. Klar, in Ordnung, aber wie wirst du die aus dem Terminal herauslos? Das geht ganz einfach. So, was ich wieder mache, ist zu Beginn, ne, ich zeige dir, wo ich bin. Das ist der persönliche Ordner und das persönliche Verzeichnis. Ich zeige dir ja, dass hier alles wie gehabt ist. Also das sind hier die Ordner, die sonst immer bei mir sind. Und was ich jetzt mache, ist, ich lege jetzt einfach mal so eine nutzlose Datei an, die überhaupt nichts bringt, mit dem Touch-Befehl. Also nutzlose Textdatei, so nenne ich die auch, ja, .txt. Und da haben wir sie. Und wenn ich jetzt wieder den ls-Befehl benutze, dann siehst du ja, dass die nutzlose Textdatei existiert. Ne? Ich weiß ja gar nicht, ob ich dir mal die Option minus 1 gezeigt habe. Also ich habe dir gezeigt minus l, hier minus a habe ich hier gezeigt und mal minus 1. Minus 1 listet auch alle Dateien und Ordner auf, die in dem aktuellen Verzeichnis drin sind, aber jeweils in einer eigenen Zeile hier. Ne? Und ja gut, okay. Gut, ich leere jetzt den Bildschirm und was ich jetzt machen möchte, ich möchte diese nutzlose Datei, eben diese nutzlose Textdatei wieder loswerden. Ja, wie mache ich das mit dem rm-Befehl? Rm, remove und nichts weiter. Also schon weiter, denn wir geben jetzt natürlich den Namen der Datei ein, die ich hier löschen möchte, nicht löschen, sondern löschen. Und rm nutzlose Textdatei.txt. Also rm steht für remove, also entferne bzw. lösche. Und ja, bevor du diesen Befehl im Terminal verwendest, allerdings sei dir darüber bewusst, dass diese Datei nicht, wie du es von der grafischen Textoberfläche, ja nicht Textoberfläche, sondern von der grafischen Benutzeroberfläche her gewohnt bist, im Papierkorb landet. Nein, sie wird komplett gelöscht. Sie wird vollständig gelöscht auf nimmer Wiedersehen, landet im Nirvana. Also daher verwende diesen RM-Befehl mit Bedacht. Ich betätige jetzt die Enter-Taste, denn diese Datei ist nutzlos und voilà. Jetzt noch einmal den LS-Befehl angeben, dann siehst du ja schon, dass diese ja, Datei verschwunden ist. Ja, so einfach kann das Terminal sein. Klar, es sind natürlich jede Menge Befehle, jede Menge Optionen, die auch mit den Befehlen verbunden sind. Und ja, aber so einfach ist das nochmal, wenn man schrittweise vorgeht und schrittweise die Kenntnisse und Fähigkeiten, die man ja hat, erweitert. Ich lade dich ein, meinen Kanal zu abonnieren, denn ich werde hier schrittweise vorgehen und jede Menge Tutorials hochladen. Klar, dass da mal zeitliche Verzögerungen drin sind, denn ich bin unterwegs, ich mache meine Reisen, ich bin unterwegs, ja, wohin mich eben der Wind verschlägt, genieße mein Leben und diese Tutorials mache ich für dich, ja,
zwischen Tür und Angel, kann man sagen. Also wenn ich Zeit finde, dann ja, oder Zeit nehmen kann, dann nehme ich diese Tutorials für dich auf. Ich brauche da auch kein Skript zu erstellen, sondern ich nehme es so auf, wie ich hier durch das Terminal gehe. Und ja, wie gesagt, also dennoch, du bist mit einem Abo sicherlich in der ersten Reihe. Du kannst hier viel lernen. Es werden viele, viele tausende Videos hier auf meinem Kanal erscheinen. Und ich wiederhole mich, ja, in zeitlich unregelmäßigen Abständen. Ne? Ich meine, ja, wie gesagt, wenn man unterwegs ist, möchte man auch was erleben und dann ist man halt mit anderen Leuten zusammen und ja, also, ne, meine, ich genieße die Vielfalt des Lebens und hoffentlich machst du das genauso. Ja, und ja, wenn du abonniert hast, dann betätige auch die Glocke. Die Glocke sorgt dafür, dass du von YouTube Benachrichtigungen bekommst, sobald ein neues Tutorial von mir hochgeladen wurde. Okay, ja, das war's für dieses kurze Tutorial. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.